Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Sharp News mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir schauen jetzt mal hier, was gibt's denn da? Moment, ich muss mal ganz kurz das Ding ein bisschen darüber ziehen. So, sonst, so. Also, wir schauen erstmal hier unten ganz kurz in die News rein. Was haben wir da? Turret? What the fuck? Moment. Moment, das Ding muss ich ein bisschen. Oh, die Lobby. Hier kann ich es nur rüberziehen. So, Moment. Was ist denn das? Place the mounted turret and hop in to apply some suppressive fire. Careful not to overheat. What? Oh mein Gott. Ja, das Ganze deckt sich ein klein wenig jetzt mit einem. Mit einem Ding, was jetzt auch vor kurzem geleakt wurde, dass wahrscheinlich auch Flugobjekte demnächst mit reinkommen werden. Es ist ein Sound entdeckt worden. Klingt ein bisschen wie so eine Art Hubschrauber. Und der Name des Files, was mit Overhead. Also bedeutet, also das Ding, ich gehe mal zur Seite, Mounted Turret. Vielleicht auch zum Abschießen dann dieser Flugobjekte. Super geeignet. So, dann gehen wir mal in den Item Shop rein. Ja, hier haben wir nach wie vor diese Football Skins. Gucken wir mal ganz kurz nochmal rein. Jetzt hier aktuell, das habe ich ja das letzte Mal nicht gemacht mit dem Herrn sofort zusammen. Wie denn eigentlich eure aktuellen Bewertungen dafür aussehen? Irgendwie ist hier alles gerade ein bisschen. Alter! So. Ja, gucken wir mal hier. Endzone. 4,29 von 5 bei 7 Votes. Also absolute Football-Fans scheinbar bei euch mit am Start hier. Dann haben wir hier diesen Striped Soldier. Lass mal gucken. Wie sind denn da eigentlich eure Bewertungen? Okay. 4,33 von 5 bei 3 Votes. So. Hier noch diese Upright Axe. Also ich meine, die Benotung haben wir gestern schon gemacht. Eine 3 von 5. Okay. Und da diese Golden Pigskin. Genau, Golden Pigskin. 3 von 5 bei 4 Votes. Dann haben wir auch den First Downer. Er ist seltsamerweise echt gut angekommen, scheinbar. Was heißt gut angekommen? Aber immerhin bei 4 Votes 4 von 5. Okay. Und dann haben wir noch einen Touchdown und der hat hier folgende Benotung: 3,25 von 5. So, dann sind wir auch schon durch. Hier noch Whistle Warrior, da wissen wir noch jetzt nicht so genau. Warte mal. Whistle Warrior, natürlich wieder die weibliche Version. 4,56 von 5 bei 9 Votes und 44 Reminders. Eieieiei. Also auf jeden Fall scheinbar beliebter als er. So, dann kommen wir auch schon zu dem Reef Ranger. Was soll ich zu dem Reef Ranger sagen? Also, ich habe ihn bis jetzt noch nicht auf dem Feld gesehen. In keinem einzigen Match habe ich einen Reef Ranger gesehen. Ich finde auch nicht, dass der besonders toll aussieht. Ich gebe dem Ding 4 von 10. Und ja, hier 3,2 von 5 bei 20 Votes. So, das ist der Reef Ranger. Dann haben wir hier ein Emote in Rambunctions. Ja, Rambunctions
So macht der Herr sofort immer rum, wenn er mal ein Match gewonnen hat. Also wenn er nicht mal ein Match gewonnen hat, wenn er wieder ein Match gewonnen hat, dann hüpft er hier auch so rum, dann musst du in Deckung gehen, dann denkst du, was geht denn hier ab? Nein, natürlich nicht. Ja, hier wie auf Zucker. Aber ein bisschen arg hektisch, ein bisschen hibbelig hier das ganze Ding. 7 von 10 gebe ich dem. Rambunctions und wie sieht's aus? 3,78 von 5 bei 9 Votes. Das erste Mal drin gewesen am 9. Juni 2018. 7 Mal seitdem. So, und dann haben wir noch den Denied. Der ist neu. Gucken wir mal, was der. Ne, 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 ne. No, 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 no. Also typische Situation aus dem American Football, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie entweder ja ein Touchdown oder könnte man jetzt auch mal ein First Down oder so aussagen, aber ein Touchdown gemacht wurde und dann plötzlich der Schiedsrichter so auf dem Feld steht und sagt, nee, nee, das ist kein Touchdown gewesen. Dann wissen alle Bescheid, Scheiße, hier ist was schiefgelaufen. Ja, da ist irgendwie, entweder war es ein Incomplete Pass oder sonst irgendwas, ja. Auf jeden Fall, ja, was soll man dazu sagen? Ich denke mal, das Ding kann man ganz gut auch mal so benutzen. Ja, ist jetzt nicht der Oberbringer, aber bestimmt auch mal ganz sinnvoll. 6 von 10 gebe ich dem auf jeden Fall, dem Denied und oh. 2,5 von 5 bei 2 Votes bis jetzt nur. Also, ja, kommt vielleicht noch ein bisschen was. Wenn's euch heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn's wieder heißt Fortnite Daily Sharp News mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.